Lassen Sie mich zu Beginn eins ganz klar sagen. Wer Männer und Frauen in allen Aspekten als gleichwertig und gleichberechtigt betrachtet, der kann nicht gutheißen, wenn Frauen gezwungen werden, sich bis zur Unkenntlichkeit zu verschleiern. Aber von Ihnen brauche ich keinen Applaus. Aber nur weil wir gegen die Burka als Symbol sind, sind wir noch lange nicht für dieses Verbot. Denn Frauen per Gesetz zu einer vermeintlich emanzipierteren Kleidung zu zwingen, wie es hier durch ein Verschleierungsverbot im öffentlichen Raum gefordert wird, widerspricht dem Grundsatz der Selbstbestimmung der Frau genauso.